Cool, wir haben ja einen Darmstadt, ein RS5, also eigentlich geiles Leben, wir sind beide Single. Wir haben drei Stages hier. Das ist der Baby Club, das ist die mittlere und dann haben wir Jan hier. Wir haben einen Drag Race gemacht. Ja, okay. Ja? Ich habe viermal gewonnen, du hast einmal gewonnen. Du hast immer Jumpfart gemacht, Kollege. Es geht schon. Wenn das Kamera läuft, ist alles wieder gut. Glaub mir. Guck mal hier. Ja, genau. Mach nochmal 100 Liegestütz gerade. Und hatte einfach nur ein bisschen Pressure. Hier, das bisschen Pressure. Ich bin ready. Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind heute unterwegs mit den Van der Linde Brüdern. Calvin und Sheldon. Ihr kennt sie aus der DTM. Boss. Unter anderem Audi und BMW. Müsst ihr euch mal überlegen, was da los ist zu Hause. Sie wohnen in einer Bude, sind Brüder, der eine fährt für Audi, der andere für BMW. Da ist wahrscheinlich nur Strom in der Tapete. Richtig Krieg jeden Tag, oder? Ist euch egal, glaube ich, ne? Nee, also ehrlich gesagt, wir fahren es eigentlich cool. Wir haben ja einen Darmstadt, ein RS5, also eigentlich geiles Leben. Wir sind beide Single. So, ihr wisst Bescheid, Mädels. Ihr wisst Bescheid. Die sind noch zu haben, hier, die zwei. Mega. Ja, gut. Also, die Jungs kommen aus Südafrika eigentlich, ja, da ist alles ein bisschen anders. Die sind halt einfach ein bisschen lockerer als wir. Das ist eben so, oder? Wenn ihr mal so runterbeten so. Hallo, ich bin der Calvin, 25 Jahre, erledigt. Meine Hobbys sind Schwimmen, Radfahren und Basteln. Kannst du mal kurz so eine kleine Vorstellung machen? Calvin, wer bist du? Also ich bin der Profi-Rennfahrer. Wie man merkt, auch ein extrem seriöser Typ. Ja. Eigentlich viel zu wenig. Ich muss seriöser werden eigentlich. Viel zu alt jetzt eigentlich. Viel zu alt jetzt. Ja, wenn ich mit ihm vergleiche. Der weiß ja gar nicht sein Alter jetzt. Oder? 25 bin ich. Ich hab vor zwei Wochen meine erste graue Haare bekommen. Also, ich kann jetzt ein bisschen mitleiden, Jan. Das ist ein schwieriges Thema. Ich wollte gerade sagen, lass uns in 10 Jahren nochmal sprechen. Ja, also ich fahre für Audi letzte 7 Jahre schon. Ich wohne in dem wunderschönen Allgäu. Fühle mich auch wohl dort. Und der kleine Typ ja auch, nach 2 Jahren ist er auch dann da reingezogen. Der Jürgen Pfeffer, vielleicht kennt ihr eine und andere von euch der Jürgen Pfeffer auch noch. Also die Bühne ist auf jeden Fall voll. Ist kein Platz mehr in der Bühne, aber ja, macht Spaß auf jeden Fall. Und du bist? Ich bin der kleinere, schnellere, besser aussehende Bruder. Nee, also ich bin Werksfahrer für BMW jetzt seit 3 Jahren schon. Wie du siehst, steht mein Auto ganz sauber hinter mir und ja. Das ist jetzt mein 3. Jahr in DTM. Ich fahre natürlich gegen meinen Bruder, was ganz viel Spaß macht, glaube ich. Und ja, wir versuchen es alles immer so nah wie möglich den Fans reinzuziehen. Und ja, wir sind einfach locker, wie der Jan schon gesagt hat. Ja, das ist halt das Schöne. Es gibt viele, viele Rennfahrer, wie ihr wisst. Und die meisten sind nicht ganz so entspannt. Aber es gibt viele coole Typen. Und die zwei sind auf jeden Fall da ganz vorne mit dabei. Ja, sind aus Südafrika gekommen. Ihr seid auch Polo Cup sogar gefahren, oder? Beide, ne? Wir haben beide angefangen mit Polo Cup eigentlich. Und das war so halt den Anfang in Südafrika. Das ist uns wirklich. Genau, so ihr seid in Südafrika Polo Cup gefahren. Genau, genau. Rechtslenker. Ja, genau. Komplett anders mit Kupplung, Heel and Toe. Also richtig, da hat man den Basics gelernt und dann nach Deutschland gekommen in den Sirocco Cup. Damals echt cool. Also die Partys war auch geil damals, aber ich war viel zu jung noch. Also ich. Die hätte ich gerne nochmal, aber ja, die Zeit ist auch vorbei jetzt. Nee, war eine coole Zeit. Wir haben wirklich, am Anfang war es natürlich schwer, wir können kein Deutsch. Das ist jetzt was Neues. Aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, die ersten paar Jahre, ja. Du bist in Deutschland seit 7 Jahren, hast du gesagt? 7 Jahre, ja. Und du? 2014. Ich bin jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, oder? Ja. 4 oder 5 Jahren, glaube ich. Du bist 23, ne? 22. Der ist halt 3 Jahre älter als ich. Jetzt. Sieht man auch. Total verwohnt schon. Mit den grauen Haaren sieht man das auf jeden Fall. Wir haben 3 Stages hier. Das ist der Baby Fluff, das ist die mittlere und dann haben wir Jan. Das ist der Grandpa. Das ist der Grandpa, das ist der Opa. Ja, also ihr seht, sehr locker. Jürgen Pfeffer ist übrigens Jordan Pepper, auch ein Rennfahrer. Und die drei wohnen zusammen in der Nähe vom Daniel Abt, im wunderschönen Kempen im Allgäu. Und ja, chillen da. Lustige Story, seine Freundin fährt auch gegen uns in der DTM. Also das ist schon mal lustig. Der hat mich gestern Vom Jürgen Pfeffer. Genau, die Freundin von Jürgen Pfeffer
hat mich gestern outqualifiziert und so, das war eigentlich schon ein bisschen peinlich, aber geht schon mal. Was hat die gemacht? Die war vor mir auf dem Grid. Aber ja, da kann ich mir richtig vorstellen, wie der Jürgen Pfeffer euch jetzt schön hat immer aufs Brot schmiert. Aber man muss zur Verteidigung also sagen, er konnte keine schnelle Runde fahren. Das stimmt ja auch. Wegen den roten Flagge war es natürlich. Ja, stimmt. Ja, also an der Stelle danke Film. Timo Glock für das, für das ganze Zeug. Große Klappe immer der Typ. Er muss einfach mal fahren. Gas geben auf der Strecke, du. Ja, aber das ist halt so schön. So seht ihr mal, wie die Rennfahrer untereinander sind. Und wenn es dann noch Brüder sind, müsst ihr euch mal überlegen, was da los ist zu Hause. Wie ist denn das zu Hause bei euch in Südafrika? So Mama und Papa, wie sind die? Die bringen uns eigentlich ein bisschen runter. Mein Mom ist ein bisschen so wie ich, ein bisschen over the top. Mein Dad ist so ein bisschen Michelle, ein bisschen zurückgezogen. Aber im Endeffekt sind die unsere großen Supporten eigentlich. Gestern war eigentlich ganz lustig in Solda. Wir haben auf den Outlap, der ist ja kurz aus der Box rausgefahren, waren wir ganz kurz nebeneinander. Ich war der Meinung, der hat mich in die Wiese gedrückt. Der war nicht der Meinung, haben ein bisschen Scheiße erzählt nach dem Rennen. Aber jetzt geht's wieder gut. Also, habt ihr denn, wenn sowas im Rennen passiert, auch so eine kleine Krise, Streiterei? Ja. Keine Ausraste schon, aber ich sag mal so, nach 15 Minuten geht es schon wieder weiter. Mhm. Also das finde ich immer gut zwischen uns zwei. Das ist ja immer... wir hatten ein bisschen Streit, aber 20 nach Minuten nach zwei Bähler geht's wieder. Genau. mit den zwei Chaoten machen wir jetzt ein bisschen mehr. Ihr habt es vielleicht schon gesehen auf Instagram und so weiter. Sandro hauptsächlich ist bei den DTM-Rennwochenenden dabei. Wenn Sandro nicht kann, ist der Philipp da. Dann haben wir noch jemanden, der auch noch einspringen könnte. Und wir betreuen die Jungs so ein bisschen und versuchen die auch Social Media mäßig ein bisschen auszurüsten, dass sie gutes Material einfach haben, weil es leider immer noch schwierig auf der Rennstrecke, eben wenn du keine Jungs dabei hast, so wie wir, gutes Material zu bekommen. Und wenn du gerade wie die Jungs ganz oben mitfährst in der DTM, du hast keine Zeit, dann auch groß irgendwie was, um dich irgendwas zu kümmern, dass du Material bekommst, dass jemand mit dir ein Reel dreht oder sonst was. Da brauchst du ja jemanden wie den Sandro, der dir von morgens bis abends auf die Eier geht, damit du ein bisschen was produzieren kannst, damit ihr zu Hause auch was zu sehen habt. Und gerade wenn du auch Charaktere hast wie die zwei, ist es natürlich schade, wenn ihr das nicht mitbekommt, wie bescheuert die sind. Und auch danke, wie gesagt, so wie auch die so untereinander miteinander leben und so. Ich finde das super interessant. Wenn ich sowas sehe, dann frage ich mich halt immer so, wie ist das bei denen und wo wohnen die und wie wohnen die und so weiter. Und das ist halt schon lustig zu hören, wenn du dann hörst, okay, die haben so eine kleine WG zusammen und dann kommt der Jürgen Pfeffer noch dazu, schläft auf dem Sofa. Sensationell. Und best. Also Netflix, wenn ihr keine Ideen für nächsten besser. Sommer habt, dann gebt ihr den Jungs mal. Das wird auf Netflix jeden Fall der Hit. Ja, das wird auf jeden Fall der Hit. Ja, und weil wir gesagt haben, okay, jetzt hier einfach rumstehen, dummes Zeug reden, auch langweilig. Also haben die Burschen mal ihre Dienstwagen mitgebracht. Ja. Calvin hat den schönen RS5 mitgebracht. Und eine Sheldon, einen wunderschönen M3 Competition. Man sieht ja fast schon, wie lit mein Auto ist. Na, die braucht schon den Feuerwehr hier, weil es so lit aussieht. Da oben hat er so einen in den Asphalt gebrannt. Das muss jetzt mit die Feuerwehr kommen, Asphalt löschen. So, beide Autos sind blau. Hat das einen Grund? Eure Lieblingsfarbe oder ist es Zufall? Ich finde die Farbe einfach schön, ist meine Lieblingsfarbe. Also ihr habt die Farbe selber ausgesucht, ne? Ja, also zum Beispiel bei BMW gehen wir so auf diesen Autokonfigurator, da können wir halt jeden 6 Monate ein Auto tauschen und das ist halt so geil. Ganz cool, finde ich, weil jede 6 Monate kannst du was anderes ändern. Du kannst zum Beispiel den M5 nehmen oder M3 und dieses Mal habe ich natürlich mich für den M3 entschieden. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus mit diesem Portimao-Blau und diesem Frozen-Effekt. Es ist halt immer schwer, es sauber zu halten, aber ich finde es trotzdem geil. Aber das ist natürlich schon schäffig, ne? Wenn du dir so alle 6 Monate ein neues Auto rauslassen kannst. Ja, finde ich schon geil. Also ich weiß, bei Calvin ist es ein bisschen anders. Du musst jeden... Ja, mein ist ein geiles Boot. Guck mal, schnell. Boot! Das ist bestimmt so ein Elektroboot oder so. Wir sind nämlich hier in Aachen an der RWTH. Und hier ist so viel Elektrotechnik und so, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Elektroboot war. So, weiter im Text. So, alle 6 Monate neues Auto. Ja, also und bei Ihnen ist es 6 Monate, bei mir ist es alle 12 Monate. Ich muss ein bisschen besser verhandeln nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall bin ich happy mit meinem Auto. Ich hatte eigentlich der Glück, dass ich immer wieder was Neues probiert habe. Mal ja, Q8, mal ein bisschen was sportlicher. Abhängig, ob ich dann noch Single bin oder nicht, dann tausche ich mein Auto so. Ihr merkt schon, brauche. Dass er immer da wieder drauf rumreitet. Ne? In den Kommentaren bitte kommentieren. Drauf rumreitet. Ich lese alle Kommentare. Also, ne?
Hier, wenn ihr Bock habt auf einen heißen Südafrikaner. Hier, ey. Feuerwehr kommt wieder. Ja, genau. Ah, herrlich, ey. So, Männer, dann zeigt doch mal euer Auto. Komm. Jetzt sind wir richtig gemein. Drei Dinge, die du magst an deinem Auto und drei Dinge, die du hast an deinem Auto. Gute Idee. So, das ist mal schwer, muss ich sagen. Ne? Komm mal also, mit. Ich fange mal auf jeden Fall mit der Farbe an. Also den Farbe finde ich wirklich am geilsten. Das ist auf jeden Fall die drei Dinge, die ich mag. Die schwarze Felge gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Also das Rad finde ich wirklich cool, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es könnte nur mal größer sein, aber die Optik ist fett. Genau. Und dann das dritte Teil, das mir gefällt, ist diesen Carbon-Dach. Finde ich auch ganz geil. Natürlich nicht so geil für den Sommer, wenn du schönes Wetter hast. Ich finde mein Carbon-Dach. Aber in Deutschland hast du halt keine gutes Wetter. Also, ich finde mein Carbon-Dach so geil, dass ich da erstmal Folie drüber geklebt habe. So geil finde ich mein Carbon-Dach. Ja, nice. Ja, super. Ne? Würde ich nie machen. Würde ich nie hier machen. Normalerweise ich auch nicht. Und ja, also die drei schlimme Dinge. Ist halt, dass es Heckantrieb ist. Ich glaube, mit dem Schnee wird es ein bisschen. Frontantrieb wäre lieber, ne? Ist auch sicherer, ne? Ja, genau. Ja. Oder ja, vielleicht Four-Wheel Drive wird auch ganz cool sein. Er ist mehr der untersteuernde Mensch, oder? Genau. Mit Frontantrieb dann lieber. Der ist so lange Polo Cup in Südafrika gefahren. Deswegen kommt der da nicht klar. Ja, was noch? Was haben wir noch? Wir haben, ja. Ich habe eine Sache, die mir nicht gefällt an dem Auto. Sag mal. Die Kante hier. Hm? Die Kante gefällt mir nicht. Also da muss ich sagen, Jan, da bin ich genau bei dir. Es sieht immer so aus, als wäre es kaputt. Genau, genau. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht, was genau es ist. Ich glaube, es liegt hier an diesem Teil, das ist nicht so ganz. Ja, ich meine, der hat halt so einen dicken Arsch. Deswegen ist es so, ne? Genau, aber ich genau. Ich finde das irgendwie komisch halt. Aber wir sind natürlich auch keine Designer. Ne? Aber bei den neuen M3-Modellen ist ja immer so ein bisschen die Front. Was? Ja! Was sagst du? Hässlich, also, Alter. Also, das ist schon mal ein großes Thema hier bei den M3. Also, ich finde es zumindest im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Thema. Also, ich sag mal ganz ehrlich jetzt. Am Anfang war es für mich ein bisschen on the edge, muss ich sagen. Aber jetzt, wo dein Auge es halt gewöhnen, es ist halt, ja. Also du hast ich dein iPhone hier vergessen. Ne? Ich finde, es sieht ganz aggressiv aus. Also ich weiß nicht, warum alle die Leute es so beschwert, aber ja. Das ist doch immer so. Das ist auch, wenn als der 992 rauskam, der neue Porsche, haben alle gesagt, das ist doch kein Elfer mehr. Und jetzt, boah, geilste Auto ever. Das ist immer so. Wenn was Neues rauskommt, dann brauchen immer alle sich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und wenn du dir jetzt den Vorgänger anguckst, sieht der aus wie ein Oldtimer. Ja. Das sieht schon wirklich aggro aus, muss ich sagen. Das ist schon, wenn du jetzt so davor stehst, macht schon einen schlanken Fuß. Würde dir das Auto gefallen? Du, der ist halt gut für Donuts, aber der geht überhaupt nicht vorwärts, der Koffer. Also, warte mal kurz mit dem Thema. Wir haben einen Drag Race gemacht. Ja, gegen Audis. Sag mal. Ich habe viermal gewonnen, du hast einmal gewonnen. Nur weil es kein Standing Start war. Ja, du hast immer Jumpstart gemacht, Kollege. Kollege. Also, da könnte ich auch gewinnen. Kollege. Ja, also ihr seht, das Thema ist immer präsent. Dann lass uns mal über dein Auto reden. Genau, also drei Dinge, ja, die du magst. Mal ein vernünftiger Auto hier am Start. Also bei mir, also die Top 3 Dinge, sage ich mal, die Farbe gefällt mir einfach. Ich bin immer so ein Blau-Fan. Ich weiß, Jan, du bist nicht so der größte Fan von Blau. Nee, aber also sehen beide gut aus, muss ich sagen. Das stimmt. Was mir auch gefallen, also die Räder, die jetzt drauf sind, die bekommen auch aufs Winterrad. Okay. Ganz oft ist es so, du kriegst immer diesen scheiß Winterräder, habe ich das Gefühl. Ja, es ist oft schwierig. Ja, ist oft schwierig. Also ich kann die genauso behalten über den Winter. Auch cool ist halt den Quattro. Klar ist jetzt nicht so geil für den Show, aber am Ende des Tages ist es gemütlich. Weißt du? Wir fahren schnell auf die Rennstrecke, aber auf der Straße müssen wir cruisen. Schlimm bei dem Auto finde ich halt, ist einfach, wir können ein bisschen braver aussehen, finde ich. Mir sehr fällt schmal hier hinten. Ich glaube, da ist es ein bisschen übertrieben, aber hier ist es ein bisschen zu schmal, finde ich. Der könnte ein bisschen aggressiver ausschauen. Ah, okay, ja. Ja, da gebe ich dir recht. Der RS5 ist von den RS-Modellen der so am bravsten aussieht. Ja. So wie so ein unschuldiger Schwiegersohn irgendwie. Genau. Und was ich auch schwierig finde, wenn du von hier guckst, ne, diese Linie hier, die eiert mir so sehr rum. Ja. Das gefällt mir nicht. Aber ansonsten würde ich sagen,
cooles Auto. Und schöner Arsch. Der Arsch gefällt mir am meisten, das muss ich schon sagen. Also nicht zu übertrieben, finde ich cool. Der Misi, der hat ja jetzt einen lila R7, der sieht schon brutal aus von hinten. Ne? Also der R7 und R6 finde ich generell sind. Sind schon kranke Schüsse, schon geil, ne? Ja. Vor allem in dem Lila. Und dann unser kleiner Freund, der Kartonkopf da drin. Das ist schon cool, also wenn wir diesen Konfigurator machen, wir können schon verrückte Farben und so einstellen, das ist uns eigentlich egal. Wie gesagt, wir fahren den Auto für ein Jahr, dann ja, ist es auch muss egal. Auch so machen. Als der Misi anfing mit Lila, habe ich gesagt, ja, mach Lila. Ja, geil. Ja, klar. Für 6 Monate ist es ja noch einfacher für mich, weil... Ja, bei dir ist es noch entspannter. Genau, da tauschst du jede 6 Monate, also bei mir ist es ganz entspannt, ja. Müsst ihr was zahlen für die Autos? Also Steuer schon. Ja, Steuer Deutschland schon. Halt, ne? Aber ich glaube, es ist 1% pro Monat oder so. Ja. Ja. Der Calvin hat sich auch jetzt für ein Hybrid entschieden, Auto, dass er Steuer spart natürlich. Ja, nur ein halbes Prozent jetzt für mein e-tron. Nee. Also schauen wir mal. Was wird dein nächstes Auto? Diesen Q8 e-tron oder i. Q8 i. Ja, aber komplett elektrisch. Nee, Hybrid ist es. Ja, wollte ich gerade sagen. Hybrid ist es. Ich meine, das ist ja auch Kohle, ne? Muss ja auch überlegen, weil ihr müsst ja auch ein Auto, glaube ich, nehmen von denen. Ne? Ihr könnt ja jetzt nicht sagen, hör mal, du, ich habe hier super günstigen Golf gesehen, ich nehme den. Nee, ich glaube, was ich zumindest auch cool finde, was manche Leute unterschätzen, ist halt, wie viel das bringt, ein Kundenauto zu haben. Ne? Natürlich, wenn du dein... Du hast kein eigenes, TÜV, genau, du hast keine Versicherung, keine, das ist ja alles geregelt. Also da zahlt BMW mein Sprit zum Beispiel, wenn ich zum Rennstrecke fahre, oder ja, die zahlt wirklich alles. Also da muss ich sagen, wir sind wirklich... Auch Strafzettel? Ja, das ist schon... Nächste Thema. Was? Was? Ich bin raus. Ich hoffe, sein Chef schaut nicht an. Ich meine, der weiß es ja. Ja, genau, er weiß es ja. Ja, das ist schon cool. Ich meine, die Jungs sind ja nicht nur Rennfahrer, sondern die sind ja im Prinzip auch Markenbotschafter. Deswegen ist es dem Hersteller natürlich auch wichtig, die mit vernünftigen Autos auszustatten. Weil, was willst du erzählen, weißt du? Hier, der als alter Sparfuchs, der Calvin, der wird wahrscheinlich damit so ein Fiat Punto ankommen von 1986. Fertig, wäre dem egal. Ja. Ich wollte cruisen, weißt du? Oder Citroën DS, sowas würdest du fahren. So ein bisschen Reggae-Mucke. Ich nehme sie da nah an. Das sehe ich ihn. Ja, ich mag es auch mit denen zu arbeiten, weil endlich habe ich mal zwei gefunden, die noch später kommen als ich. Es hat aber einen Grund. Ne? Der hat gewonnen am Samstag. Also wir haben ein bisschen gefeiert gestern. Und ja, sieht man bei dir. Was hast du eigentlich gefeiert, Kollege? Was hast du eigentlich? Da kann ich dir sagen, das Überleben. Ja, stimmt. Ja. Nächstes Thema. Also ihr merkt, es ist so ein bisschen Spannung da, aber ist auch irgendwie charmant, ne? So, jetzt werden wir noch einen kleinen Soundcheck machen. M3 habe ich eben schon gehört, ist nicht schlecht. Anderes Thema. Wir machen Sommerurlaub und zwar vom 16. bis zum 27.8. wird es auch kein Video geben. Instagram werden wir ein bisschen weitermachen, aber wie gesagt, YouTube-technisch mal eine kleine Pause, ein bisschen runterkommen und ja, wir haben so 3-4 neue Ideen, da werden wir ein bisschen dran feilen. Ja? Deswegen. Aber übrigens noch ein Thema dazu, macht euch keine Sorgen um die Cap, das hat mit dem Urlaub nichts zu tun, da läuft alles und sobald die da ist, der Termin wird die steht sofort noch? Versendet. Ja, der Termin steht noch. Falls sich da noch mal irgendwas ändert, sagen wir Bescheid. Aber ich hoffe und ich gehe davon aus, dass alles nach Plan läuft jetzt. Und wie gesagt, das hat mit dem Urlaub nichts zu tun. Das läuft über den Shop und der ist nach wie vor am Start. So, Chef, schmeiß an den Koffer. Lass mal einen Soundcheck machen. Ja, jetzt will ich mal was hören hier. Wie findest du den so erstmal persönlich? Also, es gibt natürlich diese Regeln in Deutschland, dass du OPF haben musst. Das ist ja natürlich nicht optimal. Aber ich finde trotzdem, dass es wirklich mit dem Kaltstart. Dunkel, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es hört sich auf jeden Fall besser an als der Audi, meiner Meinung nach. Ja? Das ist ja kein Vergleich. Aber schon gut. Was sagst du dazu, Jan? Das checken wir jetzt. Also ich finde den Sound nicht schlecht, muss ich sagen. Ist natürlich ein bisschen verhalten. Wie ist das oben rum? Kommt da noch mal was? Nee, oder? Es wird eigentlich nur schlimmer. Also nach dem Kaltstart ist es wirklich nicht so laut. Ja? Ja. Aber du musst ein bisschen also mehr. Eben, als wir oben, als du den neben mir angemacht hast, hat sich schon männlich angehört, muss ich sagen. Ja.
Was ich wirklich geil finde, ist diesen Backfire halt. Ja. Diesen Popping. Ja, das ist geil. Das finde ich geil. Das hat meiner übrigens auch, wenn du im Kaltstart bist, dann losfährst. Wenn du im Kaltstart bist, losfährst, erste Gang, zweite Gang und dann Gas wegnimmst. Da macht er auch so genau die gleichen wie bei mir. Dann denke ich mir so, geil! Aber sobald Kaltstart weg ist, ist dann auch weg. Ist Feierabend. Leider. Da steht so ein Deprimierter in der Mitte. Ja, zeig doch mal deinen Koffer. Komm, schmeiß mal an die Mühle. Ich bin schüchtern jetzt. können wir versuchen, Leute. Aber ich hoffe, ihr könnt was hören. Mach auf jeden Fall die Kopfhörer jetzt an und Volume ab. Geiler Sound, Digi. Ja, du, aber ich habe ein bisschen Konkurrenz, muss ich schon sagen. Hey, der Sound ist doch mega, hört sich ja fast an wie ein Porsche. Ich sag's nichts mehr, schieß mich tot. Wenn du jetzt für abfährst zum Beispiel, könnten die auch Hand anlegen an dem Auto oder bekommst du nur Audi? Theoretisch ja, aber wenn ich das Auto dann zurückgebe, muss alles wieder ausgebaut werden. Also eigentlich logistisch ist jetzt unpraktisch, sage ich mal. Ich muss einfach mal der Thomas reden oder der Daniel, dass er mal eins zustellt. Aber wäre möglich bei dir? Ja, auf jeden Fall. Okay. Viele Fahrer, die machen ja auch Wrapping. Sie machen so ein geiles Wrapping auf dem Auto, aber müssen natürlich dann am Ende wieder abgeklebt wird und für Stress eigentlich. Bekommt ihr das dann auch irgendwie gezahlt von Nein, ab das ist dann Beispiel? Alles privat, was okay. Er macht. Ja. Das ist nichts für den Kelvin, so stressig, weißt du? Lieber ganz gechillt. Ich glaube, ich komme euch mal in Südafrika besuchen. Mach das. Ach, das müssen wir machen. Da bin ich dabei. Wir haben schon über Sommerurlaub geredet. Also ich glaube, das ist schon eine gute Idee, dass du einmal nach Südafrika kommst. Auf jeden Fall. Bring den Porsche mit, Alter. Auf dem Boot oder auf jeden Fall, ja? Auf dem U-Boot. Nee. Wie wenn man First Class fliegt, kann man doch mit dem Auto in ein Flugzeug oder nicht? War das nicht so? Das stimmt ja auch. Welches Flugzeug ist das? Keine Ahnung. Business is booming, ja. Kann ich mit dem Zug kommen? Läuft bei Godi, ey. Ey, Jan, wann kommst du denn? Ja, 2026. Ich komme mit dem Zug, Jungs. Mit dem Highspeed Train. Ja, genau. Da muss der Musk mal ein bisschen Gas geben. Ja. Der ist doch auch Südafrikaner eigentlich. Stimmt. Ihr Musk. Das stimmt. Also Elon, wenn du das Video siehst, wie du es ja immer anguckst, regelmäßig guckt er unsere Videos. Ne? Elon, mach doch mal einen Zug jetzt, verdammt nochmal. Ich will mein Auto. Kann der Deutsch, der Elon? Nee. Ist auch scheißegal. Nicht, ist auch scheißegal. Der guckt doch die Videos, dem ist auch egal. Ja, Männer. So. Herrlich, ey. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke für die Einladung. Danke, dass ihr da wart. Und ja, ihr haut mal in die Kommentare, wenn wir öfter was mit den VDL Bros machen sollen. Dann sag Bescheid, dann werden wir da ein bisschen was machen. Peace out. Peace out. Ciao. Ciao.